Hey Leute, ich bin's wieder. Heute stelle ich euch meine drei besten und wichtigsten Ernährungstipps vor, nach denen ich jeden Tag lebe und die ganz einfach zu befolgen sind und die eure Ernährungsqualität schlagartig nach oben schrauben. Also, Tipp 1: Bereitet euer Essen so gut wie es geht, so häufig wie es geht, selbst zu. Denn nur so könnt ihr auch sicher gehen, was ist in dem Essen, was habe ich da jetzt drin, was wollte ich mit dem Essen eigentlich haben. Und wenn ihr irgendwas Fertiges kauft, dann wisst ihr nicht, was ist drin, wie ist es zusammengemischt, sind da jetzt Milchprodukte drin, ist da Fleisch drin, was weiß ich. Macht euch das Zeug selber, dann wisst ihr, was drin ist. Es hat eine bessere Qualität, es ist in der Regel frischer, vitaminreicher, nährstoffreicher etc. Also, Tipp 1. Essen selber zubereiten. Tipp 2: Vorausplanung ist alles. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich am nächsten Tag von morgens bis abends unterwegs bin, mit Uni, mit Krafttraining, mit abends Wassertraining, dann bin ich am Vorabend in der Küche, koche meine Mahlzeiten in der Regel vor oder nehme Obst mit, wie ich es brauche, weil wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr gezwungen, irgendwo was zu kaufen. Und sei es jetzt irgendwie ein Supermarkt oder Fastfood im schlimmsten Fall, was weiß ich, Burger King, Döner etc. Eben, dann habt ihr eben eine schlechtere Ernährungsqualität, schlechtere Produkte. Eben, Vorausplanung ist alles. Ganz einfach, ihr könnt beinahe alles mitnehmen, sei es Reis mit Hühnchen, mit Brokkoli. Oder so einfach vorauskochen und so habt ihr ein gesundes Mittagessen, beispielsweise für unterwegs. Ist dann eventuell kalt, aber da gewöhnt man sich auch dran. Deshalb Vorausplanung ist alles. Tipp 3: Esst möglichst bunt. Ich schaue wirklich, dass ich an einem Tag mich durch die komplette Farbpalette durchwühle, was das Essen angeht. Sei es, und ich meine jetzt nicht irgendwie Ketchup, Senf oder Mayonnaise, sondern ich meine mit Obstpalette, Gemüsepalette, von gelb bis dunkel durchfuttern. Dann so könnt ihr eben auf natürliche Weise eine möglichst große Breite an Mikronährstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen eben zu euch nehmen. Und das ist dann überhaupt kein Aufwand. Und man isst sich gesund satt. Eben wieder hier mit Tipp 2: Vorausplanung ist alles verbinden. Eben da vielleicht irgendwie möglichst viele verschiedene Sachen mal mitnehmen für unterwegs. Das sind meine drei Tipps, nach denen ich jeden Tag mich ernähre, sodass ich möglichst wenig auf irgendwelche fertigen Sachen oder Fastfood-Produkte zurückgreifen muss. Und das braucht auch überhaupt nicht viel Zeit. Ich stehe jeden zweiten Abend in der Küche, koche mir dann fett vor für 2 Tage und das Zeug, das wird nicht schlecht, das kann man aufheben und ja, so bleibt man gesund und ernährt sich gesund. So Leute, das könnt ihr natürlich ganz einfach umsetzen. Probiert es mal aus. Wirklich, es ist einfach, aber effektiv. Und das war's von mir. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bleibt fit. Ciao, ciao.